bitten wir unseren Zauberer Peppino. Bitte schön. Hallöchen, wie geht es euch denn? Seid ihr denn noch alle da? Ich kann euch überhaupt nicht hören, seid ihr alle da? Oh, das war deutlich. Pass auf, Kinder, ihr wisst ja, Zauberei ist so eine Sache, ne? So, Zauberei kann manchmal ganz schön gefährlich sein und deshalb habe ich auch gedacht, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Sehtest vor, ja? Wir können ihn alle zusammen machen, der ganze Saal. Guckt doch mal hier bitte alle auf das rote Tuch hier, ja? Ihr seht noch nicht mal das rote Tuch? Okay. Das rote Tuch will ich euch mal einfach mal aus der Luft greifen, ja? Mit dem roten Tuch machen wir jetzt einen kleinen Sehtest. Also, die Erwachsenen können natürlich auch mitmachen, und zwar, wenn die Erwachsenen noch total nüchtern sind, dann können die sehen, wenn ich das jetzt als Test einfach mal hier in die linke Hand reintue, ja? Die Kinder sehen das natürlich, und ihr habt noch nichts getrunken, dann würdet ihr natürlich sofort sehen, dass das rote Tuch nicht mehr hier ist, sondern schon in der rechten Hand. Hast du nicht gesehen? Hast du schon was getrunken oder was? Wie viel Cola hast du schon drin? Okay, pass auf. Ich mach das für euch vorne ein bisschen langsamer, ja? Ich tue es jetzt ganz langsam hier in meine linke Hand rein. Ganz, ganz langsam. Und jetzt wisst ihr was? Weil ich hier bei euch bin, heute auf der Kinderkarnevalssitzung, gebe ich euch noch einen kleinen Tipp. So bin ich, ne? Ich tue das ganz langsam hier rein und jetzt gebe ich euch den Tipp. Achtung, was meint ihr, in welcher Hand das rote Tuch ist? Ich gehe hier, aber ich zeige euch die ganze Zeit drauf. Hier ist es nicht, ist immer noch hier. Habt ihr gar nicht gesehen? Okay. Ich mach das jetzt einfach nochmal. Und zwar gebe ich euch eine ganz einfache Chance. Ja? Ich putze hier meine linke Hand rein. Und jetzt ist die Frage, was meint ihr denn? In welcher Hand ist das rote Tuch? Ist es in der linken Hand oder ist es in der rechten Hand? Links, nein, ist es nicht. Rechts ist auch nicht. Wo kann es denn nur sein?